Liebe Buben, geschätzte Freus, Hallöchen, Pupüchen. Ja, ihr hört richtig, ich bin's wieder, die verführerisch charmante Stimme. Mein Name ist Droid und ich bin der kleine Bruder von Trixie dem Roboter. Heute werde ich euch mit folgendem Thema betören. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen unters Wasser und so weiter. Dieses bekannte Kinderlied kennst du ganz bestimmt. Es gibt über 100 verschiedene Entenarten. Enten sind Schwimmvögel, die sich im Wasser schnell und mühelos bewegen können. Am Land aber machen sie mit ihrem watschelnden Gang einen eher unbeholfenen Eindruck. Das Gefieder ist sehr dicht und wird mit dem Sekret der Bürzeldrüse regelmäßig eingeölt, um es wasserabweisend zu machen. Die Flügel der Entenvögel sind kurz und kräftig. Wegen der kurzen Flügel und ihres Gewichtes müssen die Enten ständig mit den Flügeln schlagen, um in der Luft zu bleiben. Gleitflüge sind also nicht möglich. Einmal in der Luft sind Enten aber ausdauernde Flieger. Enten sind Allesfresser. Sie ernähren sich von vielen Wasser- und Uferpflanzen, von Wurzeln, Samen, aber auch von Schnecken, Würmern und Kaulquappen. Manchmal fressen sie sogar kleine Frösche. Oft gründeln sie zur Nahrungssuche im Wasser. Das heißt, sie tauchen mit Kopf, Hals und Vorderkörper unter und suchen auf dem Gewässergrund nach Futter. Das Hinterteil und der Schwanz ragen dabei über das Wasser. Am wohlsten fühlen sich Enten in Gruppen mit mehreren Tieren. Enten legen Eier, die sie ca. 28 Tage lang ausbrüten. Werden die Weibchen von einem Feind aus ihrem Nest verjagt, bespritzen sie die Eier mit übel riechendem Kot, der die Angreifer vertreiben soll. Die Familie der Enten dazu gehört die Ente, der Erpel, das ist der Entenvater, und das Entenküken. Schon immer wurden Enten wegen ihres schmackhaften Fleisches gehalten. Die weichen Daunenfedern kann man zum Füllen von Decken und Kopfpolstern verwenden. Bitte seid lieb zu mir in den Kommentaren und schreibt dort nichts Böses rein, denn ich werde es ohnehin rauslöschen. Komplimente sind hingegen gerne willkommen. Ach ja, und vergiss auf gar keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren, das Video auf jeden Fall zu liken und es auf WhatsApp und Facebook mit euren Spezies zu teilen. So, jetzt will ich mich nicht länger aufhalten. Auf Video sehen, bis bald, Rian, und ciao, kau, kau. Ich verabscheue mich. Tschüss, Video.